Vítejte, herzlich willkommen in Prag. Es ist mir eine große Freude, Sie hier begegnen zu dürfen und in diesen Raum, wie ihr gehört habt, mir Václav Havel danken, alle zu begrüßen. Er hätte eine Riesenfreude gehabt, Václav Havel, der ja in 12 Tagen seinen 80. Geburtstag hätte, aber leider vor 5 Jahren gestorben ist, weil gerade zu diesem Zwecke wollte er dieses Gebäude retten. Ihm war sehr bewusst, dass wir zwar in unseren Ländern die Demokratie eingeführt haben, jedoch an einem starken Mangel an Demokraten und demokratischem Bewusstsein leiden, was wir täglich in der Politik begegnen. Die Hoffnung, die er immer gehabt hat, und deswegen lag ihm so viel an der Jugend, war, dass die junge Generation, die doch in einer unverhältnismäßig größeren Freiheit als früher aufgewachsen ist, wirklich für die Demokratie kämpfen wird. Und Demokratie ist Diskussion, hat Masaryk seinerzeit gesagt. Ihr lernt in der Debatte, in der Diskussion demokratisches Denken. Nur bitte, mich um eins, nicht, dass wenn ihr die Schule beendet, ihr das hinter euch lässt. Ihr habt die Verantwortung für die Zukunft eurer Länder. Macht euch das klar. Ihr, die wirklich gute Schüler sind, ihr, die ihr bewiesen habt, dass ihr debattieren könnt, ihr müsst euch in euren Ländern auch bewähren und wirklich die demokratische Zukunft unserer Länder sichern. Wir haben eine Zeit, wo bedauerlicherweise in ganz Europa mehr nationalistische und mehr extremistische Stimmen lauter werden, Parteien die Wahlen gewinnen. Es ist an uns, wie wir unsere Zukunft gestalten, aber nicht an uns Alten. Wir haben lang gefochten, aber es ist uns auch klar, dass unsere Zeit langsam zu Ende geht. Es ist jetzt an euch und ich bitte euch inständigst, wenn ihr nach Hause fahrt, wenn ihr erlebnisreich und manche auch, also mit großem Erfolg zurückkommt, dass ihr nicht vergesst, dass die Demokratie nur in einer Debatte gelöst werden kann. Dass eben nicht der Sieg, sondern die Vernunft die Diskussion beherrschen soll. Ich wünsche euch dazu viel Glück und auch viel Stärke, weil ich weiß, dass dieser Kampf, den ihr euer ganzes Leben werdet fechten müssen, wie ich selber erfahren habe, man glaubt, die Demokratie errungen, endgültig gesichert zu haben und dann kommen neue Gefahren und neue Kämpfe. Bewahrt euch den Kampfgeist, kämpft für die Freiheit, kämpft für das Recht und für die Demokratie. Dazu habt ihr heute viel gelernt und werdet es noch lernen. Viel Glück in eurem Leben. Danke vielmals.